Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Captive, wo ich Captive 2, wo ich darauf warte, dass die Lava das Portal anzündet. Bislang nicht so erfolgreich, muss ich sagen. Es sieht bei den YouTubern immer so einfach aus. Es muss doch funktionieren, oder? Er tut es grundsätzlich schon. Die sind beide angeleint. Warte mal, ein Schwein. Naja, egal. Was? Oben ist ein Schwein angeleint. Brauchen wir die Schafe nochmal für nichts? Wolle? Was denn? Findest du Wolle nicht sinnvoll? Ah, doch. Alles gut. Nur drei Eier. Faule. Okay, schieben wir das mal. Schieben wir das mal um. Klatschen wir die Lava mal hier hin. Dann sollte eins eigentlich dahin springen. Und da sollte das mal aber. Sollte. Okay, du bist jetzt da lang gesprungen. Wenn du jetzt nochmal in die Richtung springst, dann sollte es aber gehen. Ja, meine süßen Kätzchen. Das ging ja schneller als ich dachte. Nur die Lava richtig platzieren. Und das Holz ist übrigens noch ganz. War Lava, war Ender, Nether Portal for free. Bitte Rückseite wieder sichern. Du hast ja den Red Hard Clay. Roter gebrannter Ton. Ja. Oh, das ist aber jetzt, glaube ich, das optimal, wenn ich so drüber nachdenke. Bist du? Warte mal, ganz unten war Stein drin. Ich wollte nicht zwei platzieren. Ja, ich muss mich hier mal kurz rumbauen, sonst kann ich die Blöcke nicht platzieren. Okay. Ich kann ja nicht durchs Portal bauen, verstehst du? Ist okay, du hast Eisen gefunden. Ah, ja. So viel dazu. Gehen wir rein, wenn du repariert hast. Ich brauche aber unbedingt noch eine zweite Eisenhacke. Ist jetzt ein rotes Clay-Portal. Oh, und hast du jetzt einen Lava-Eimer? Dann ich hab brenn dir mal. Also, ja. Was soll ich brennen? Ist Eisen oder Gold. Das ist ja... Eisen ist noch nicht ganz ein Stack, aber es reicht ja eh für mehr. Hast du gemeint? Ja, grundsätzlich schon. Ja gut, dann werden wir wohl was verschwenden müssen. Ja, ich meine, wenn wir wieder da sind, können wir ja... Ich fahr mal mit Gold an. Ja, wenn wir wieder da sind und es ist noch nicht fertig, können wir es ja auffüllen oder austauschen. Ich bin mir unsicher, ob das Ding läuft, wenn wir weg sind. Okay, klar, dann. Keine Stimmung. Okay. Also gehen wir jetzt noch tiefer, sagst du? Ist das ein Achievement? Das freut mich zu hören. Ja, ist es. Dann können ich bin überhaupt nicht vorbereitet, was mein Inventar angeht. Und eigentlich wollte ich den Zuckerrohr noch platzieren, aber irgendwie... Ja, gut. Stimmt, wäre auch nicht schlecht. Ah, warte, dann nehme ich mir den Eimer wieder raus, sonst habe ich keinen Wassereimer. Vielleicht ist da einfach ein Kaktus in der Kiste. Also, wo platzieren wir Zuckerrohr? Also, ich habe Eisenschwert, Eisenspitzhacke, Cobblestone, Fackeln, Haufen, Essen und Sticks. Wo platzieren wir Zuckerrohr? Ja, ich dachte direkt neben am Weizen. Hä, wo ist Weizen? Weiß ich nicht, du hast den Dirtblock. Ja, genau das frage ich doch eigentlich. Ist eigentlich egal, wo wir... Ja, du hast jetzt extra doppelten Boden, also theoretisch kannst du jetzt hier vier rausreißen. Alles klar, kommt mir gleich ein Schwein daher. Hallo, platziert das? Ich sehe kein Wasser, ich weiß nicht, was bei dir los ist. Okay, jetzt ist ja, da. Die, keine Ahnung, die dummen, komischen Doppelklicks. Da oben
Da könnten theoretisch Gegner spawnen. Hast du die Hake? Ah ne, warte, ich hab die Hake. Ich habe noch nie eine Hake besessen, bis auf die, die ich gecraftet und weggelegt habe. Aber du benutzt wahrscheinlich die super tolle Goldhake dafür. Was? Nein. Oh. Aber soll ich denn die Goldhake benutzen? Ich weiß nicht mal, für was die da ist. Keine Ahnung. Effizienz auf einer Goldhake macht irgendwie keinen Sinn. Wer setzt du den Seed dahin? Ich? Ich habe keinen Seed. Echt? Du hattest vorhin gesagt, du hast den. Ja, habe ich aber schon. Also den habe ich doch nicht behalten. Ich muss mal kurz die Lage da oben abchecken, okay? Dann muss ich jetzt ans Seed hier rausholen. Ich verstehe nicht, was du abchecken willst. Melonenkerne. Ja gut, aber wir brauchen Melonen, glaube ich, gerade nicht. Also mir war jetzt ein wichtiger. Kann ich das Problem ist, dass es hier gelb ist. Da kann theoretisch wer spawnen. Wo? Hier, wo ich gerade bin. So, es ist jetzt sicher. Du kannst mir helfen, runterzukommen. Nein, brauchst du nicht. Ich baue es einfach selber. Worum geht's dir? Nichts. Ist egal. Ich habe einfach nur einen Sandturm gebaut. Was zur Hölle? Warum sie... Bist du schon im Nether oder was? Nein, bin ich nicht. Ich bin hochgegangen, weil du laberst, dass hier was wäre. Du bist aber gar nicht bei mir. Ich weiß nicht, was du... Du hast doch gesagt, dass hier oben was ist, oder nicht? Ach, du bist ganz oben. Nein, nicht so weit oben. Ich weiß nicht warum, aber bei mir ist die Leine vom Schwein nicht mehr am Zaun. Achso, ja, das ist aber nur visuell. Okay. Ich habe ja vorhin erwähnt, die Kuh hier unten ist bei mir auch im Glas und nicht mehr am Zaun, aber es ist egal. Okay. Ich kann die nämlich nicht mal abschlagen, die Leine. Also schon bis gleich. Ich nehme den Crafting Table weg. Bis gleich. Du, ich bin eigentlich nicht von meinem Inventar darauf vorbereitet, aber okay. Wir ändern uns auf der anderen Seite. Okay. Würde fackeln. Wird das hier parallel zueinander sein? Ja. Roter Sand, geh hier rein. Kies, geh hier rein. Roter gebrannter Ton, geh hier rein. Willst du Pillar nicht abbauen? Ich hab Pillar. Achso, ja. Nein. Holz geht hier rein. Das geht hier rein. Der Zaun geht da rein. Die Eisengitter kommen hier rein. Schwert habe ich. Eisenschwert und das Spinnenschwert, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das dort brauche. Fackeln habe ich keine. Das finde ich jetzt nicht so gut. Hey, warte. Gib dir die Hälfte ab. Bruchstein. Wir wollen Lavaspeicher bauen und ich gehe da mit drei leeren Eimern rein, damit, falls Lava im Weg ist, wir die einfach wegnehmen können. Ja, klingt sinnvoll. Das ist nur die Frage, wo machen wir Lavaspeicher? Wir die Katzen da wegschieben. Okay, ich das in dieser Ecke haben. Ja, kannst auch ruhig das Licht weglassen, die Eimer machen das ja dann. Du hast ja nur drei Stück, oder? Ich glaube, da bringt sich keine endlose Lavaquelle. Das klappt, glaube ich, nicht. Ja, ich weiß. Oh. Okay, hier ist nicht ausgeleuchtet dann. Machen wir nur die Schüssel voll. Wie viele Schüsseln nehme ich mit? So viel wie reinpasst. Das halbe Gold ist schon durch. Ich hau den restlichen. Ach. Restliche Gold rein. Gut. Gut gemacht. Aber nehmen das dann raus. Weil ansonsten stackt sich das Endding voll. Das stimmt. So kann schön durchbraten. Und nichts wird verschwendet. Okay. Weißt du, ich habe was sehr Interessantes über Öfen herausgefunden. Ja. Wenn du die mit Hoppern entleerst, dann kriegst du ja die XP nicht. Das heißt aber nicht, dass die weg ist. Der Ofen speichert die ein. Und wenn du dann quasi wieder dafür sorgst, dass ein Item nicht durch den Hopper geht, sondern dass du es selber rausnimmst, kriegst du die ganze XP auf einmal. Okay. Für jeden Vorgang. Aber... Auf diese Weise kannst du XP quasi im Ofen speichern. Sand. Ich weiß aber nicht, ob das in der Version schon geht, aber in modernen Versionen geht das. Auf jeden Fall als Methode. Fackel in der Offhand? Nee, warte, ich mache lieber den Eimer in der Offhand.
so gefährlich wie Lava in diesem Universum ist. Okay, Derek los dahin, geht's. Pfeile kommen dahin. Kiste. Okay, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Wir müssen noch tiefer. Mein Gott, es ist dunkel! Voll die Festung. Pilze! Oh mein Gott, ich höre schon einen Gast. Ich habe keinen Bock auf einen Gast. Ich mag keine Gäste. Aua, der kommt ja von außen. Und Gebüsch. Oh! Das. Holy shit! Ja, die machen Damage. Was zur Hölle? Direkt vom Portal. Du kannst sie von mir aus die Rüstung mitnehmen. Nee. Wenn du schon so verreckst. Ja, ich habe keine Ahnung. 2 Hits oder so? Ja, die sind stark. Hat er was Gescheites gedroppt? Nein, gar nichts gedroppt. Wo wollen wir jetzt? Aber was soll er auch droppen? Knochen? Wisserköpfe? Soll das droppen? Aber das ist besser als in den anderen Maps. In den anderen Maps mussten wir die Wisser ja irgendwie immer selber erzeugen, weil sie nie gekommen sind. Au, okay, da ist eine Lohe. Die Wand ist. Oh, vielleicht hätten wir ein Ding jetzt machen sollen. Aber das ist immer so teuer. Wollen wir hoch? Das scheint ja eine Plattform zu sein. Kommen die her? Da ist ein Lohnspawner. Aber wo kommen die her? Da muss ein Spawner hier irgendwo sein wahrscheinlich. Ich sehe nur einen außerhalb der Map. Es muss einer innerhalb sein eigentlich. Außer die werden irgendwie anders gespawnt. Ah. Ich sollte vielleicht eine Pilzsuppe in die Hotbar packen. Weil dann kann ich den nämlich essen. Und dann ist die weg und ich krieg keine neue. Ich dachte, ich krieg eine neue. Mein Gott, dann eben nicht. Au! Was zur Hölle? Ich dachte, ich bin der Dodge-Meister, aber anscheinend nicht. Oh mein Gott, Alter. Wäre ich denn wie einen Kessel mitnehmen sollen mit Wasser? Ach so, ist das der Trick? Ja. Ja, ich. Ist natürlich ein bisschen schwer, in den Kessel reinzuspringen, aber ich hast du dann Wasser. Oder halt Feuerresistenz brauen, aber das können wir aktuell nicht so gut. Hier kam letztens immer einer, wo ich hier gestanden bin. Jetzt kommt aber keiner. Ah ja. Habe ich jetzt ja alles ausgeleuchtet, ja, soweit schon. Möchtest du hier hochgucken? Nicht hier hoch, ich will da hoch. Da, wo die Decke ist. Oder wo hoch? Oder einfach nur da auf die Plattform drin. Ja, auf die Plattform. Okay. Ja, da brauchen wir Männer. Ich habe keine Blöcke mitgenommen, also. Ja, bauen wir ein paar ab. Mir reichen die auch nicht. Und ich habe keine Lust, Kobbel hier zu benutzen. Gut, ich habe vielleicht auch zu wenig Spitzhacke mitgenommen, aber gut. Schon da. Ja. Es ist kein Wettrennen. Ja, ich meinte nur, es war schneller oben als ich dachte. Ja, ich sehe es auch nicht. Ist aber nur ominöse Musik und sonst nichts. Hä? Ist die ominöse Musik? Ja, hörst du die nicht? Kann der uns angreifen? Ich höre nur Zombieschweine. Oh, ist da einer? Ach so. Hi, Kumpel! Nicht mal, wenn wir rollten, könnten wir. Okay, das heißt, wir müssen bis ganz da hoch, falls wir Quarz brauchen. In den modernen Versionen gibt es auch welche, die nicht zombifiziert sind. Erzähl mir mal, brauchen wir Quarz und Glowstone für irgendwas? Was für ein Nether-Achievement gibt es eigentlich? Ich meine, keine eigene Seite. Glowstone für Tränke? Level Quarz könnte man ein paar Whetstone-Sachen machen. Ich weiß noch nicht, ob auch noch irgendwas Stone davon wirklich notwendig ist. Sowieso schon müssen wir beide Nether-Gegner töten. Für die Achievements. Hä? Wie beide? Was laberst du? Ja. Relieve Blaze of its Rot. Dies treue Gast für Fireball. Ja, ist okay, aber wir haben ja. Ich weiß nicht, wo ein Gast ist. Noch keiner hier gespawnt. Ich hab vorhin einen gehört, aber. Das war's. Wesentlich weniger Platz hier. Aber warte mal, auf welcher Höhe sind wir? Ja, okay, wir könnten also noch ein bisschen buddeln. Das ist eine recht normale Höhe. So wie unsere Welt, die ja mega weit in Luft war.
fällt einfach runter. Er kennt da nichts. Ja. Ich kenne niemanden hier. Machst du eine Treppe nach unten? Okay. Aua. Wo zur Hölle bin ich jetzt? Okay, ich dachte schon, es ist Gegner oder so. Ich bin nur gestürzt. Ich sehe da unten Pigmans. Und einen Haufen Lava. Oh, okay. Ja, meine Spitzhacke hält immer viel aus. Ich habe noch eine Ersatzhacke, wenn du eine willst. Ja, an die Spitzhacken habe ich nicht gedacht. Wieder typisch. Ich habe mir zwei gecraftet. Ich kann ja also leider keine Netherstein-Spitzhacken bauen. Und es gibt noch keinen Blackstone im Nether. Der ist quasi wie normaler Stein vom Crafting her. Ich habe Quarz gefunden. Oh shit! Wo bist du hin? Oh shit, unter mir ist der Tod. Wo bist du hin? Nirgendwo. Wo bist du hin? Der untersten Ebene. Aber wo? Ja, ich baue wieder hoch, Sekunde. Oh, da unten ist ja ganz schön viel Lava. Ja, oh, ach so, da ist dein Loch. Ach, ja. Du hast mich gefunden. Okay. Ah, okay. Weil da, wo Kobbel ist, ist der Tod. Weiter runter geht's möglicherweise nicht so schnell. Also ich habe gesehen, dass da unten Lava ist. Weil man kann das auch von der Seite sehen. Wo kommen wir hier raus, Dennis? Es ist sehr spannend. Tada! Oh! Tada! Ist eigentlich nicht schlecht, Treppe neben der Treppe zu haben. Ja. Treppenception. Ja, mich würde durchaus interessieren, ob es hier Inception weiter runter geht, aber halt nicht auf der Höhe. Also, man kann hier runter gucken, weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Nein, das ist nicht. Ja, und dich interessiert scheinbar auch nicht. Wo genau denn? Ja, hier. Wo bist du? Ich stand neben dir. Ich hab hier gerade. Ah, okay, ich habe Fenster gebaut. Okay, sure. Da stehen Schweinezombies unten. Ja, ich meine, ich kann hinhüpfen, soll ich? Ich wüsste nicht, wieso du das tun wollen würdest. Was soll ich hier? Ja, sollen wir sie denn angreifen oder nicht? Warum denn? Sind dir die Skelette nicht schlimm genug? Ich schaue trotzdem runter, weil ich wissen muss, wo wir hier weiter runter buddeln können, ohne dass wir fliegen. Also, oder ich meine, siehst du, wo es hier noch tiefer geht? Weil hier also ist auf jeden Fall auf der Seite, glaube ich, eher weniger. Also wenn dann mehr in dieser Richtung. Buddeln also, weiß ich hier so rein. Achso, du wolltest ja eine Hacke haben, oder? Also wer? Oder übel effektiver? Also ich habe jetzt zwei Nesselplatz. Okay, fuck. Schauen wir mal, was ist denn, wenn ich jetzt... Okay, hier kann ich auf jeden Fall einen Block runtergehen. Zwei Blöcke. Drei Blöcke. Das war's dann aber auch. Schaut da wieder nicht so geil aus. Ja. Nee, das schaut auch nicht so geil aus in der Richtung. Ich sehe nur den Tor. Da ist auch nichts. Ich glaube, man kann sich hier gar nicht runterbauen. Vielleicht wollen sie das auch nicht. Also ich sehe jetzt die beiden Ecken und da ist... Nee, ich glaube nicht, dass das geht. Wenn ich das richtig sehe, ist das hier freischwebend. Also da ist kein Attachment irgendwie zu da unten. Okay, ja doch, es geht einigermaßen. Und ich das einzige Netherrack, das ich sehe, ist das, wo wir schon angefangen haben. Direkt neben meinem Kobbel. Warte mal, wo hast du dich jetzt runtergegraben oder wo bist du hin? Ich bin runtergesprungen. Lol, okay. Siehst du das hier? Also theoretisch können wir hier was bauen. Grabe ich mich in die richtige Richtung? Bist du über mir? Scheiße, ich erkenne deinen Namen nicht. Dein Name? Warte, ich höre auf zu sneaken. Ach ja, du bist jetzt über mir, genau. Du wirst aber abstürzen. Ich glaube, der Höhenunterschied ist nicht... Also es reicht nicht für eine Treppe aus. Zumindest nicht... eine einzige Kurve.
Hi. Hä? Wie bist du denn da rausgekommen, Bro? Hä? Ich hab gegraben. Es ist immer noch Inbohrer da. Hier. Ich gebe dir eine Vorlage. Für eine Treppe. Vielleicht sollte ich nicht die Bricks nehmen. Die sind immer in vier ganze Nethersteine. So. Ich verstehe nicht, warum du da warst, aber ist egal. Eine verbrennt. Oder auch nicht. Also wir könnten jetzt noch Glowstone von über mir holen. Wenn uns das was wichtig ist. Oh scheiße, ist die Musik laut. Ich muss also besser, geht die echt ab. Okay. Oh, achso. Weil ist mein F7 aus oder ist das hier echt hell genug? Ah, wahrscheinlich ist dein F7 aus. Oder, ja, ich meine, hier unten ist es schon hell genug, hier ist Lava. Oh mein Gott, schau mal, was ich gefunden habe. Über mir. Es leuchtet. Ja, da ist. Ja, okay, wenn du ein paar Lampen haben willst. Brauchen wir für sonst nichts das Zeug, oder? Tränke. Wenn wir die verstärken wollen. Ich würde es nicht für unmöglich finden, dass irgendwo in der Lava was drinne ist. Ja, hast du da. Ist dein Ding auf Knopfdruck aktivierbar? Was? Ein Cheat. Nein, weil das ja separat von den Mods ist. Das ist ein eigener Client. Egal. Wir haben uns runtergebaut und wir haben. Welche Höhe sind wir denn jetzt hier? 33? Ne, 33 Layer Lava will ich nicht ausschöpfen. Auf jeden Fall könnte da noch was sein. Das Ding ist halt, ich meine, klar, du kannst mit Dingen ins Baden gehen, aber du erkennst halt nichts in der Lava, das ist ein bisschen die Sache. Außer wenn man auf einer ganz bestimmten Höhe ist, aber das, ich weiß gar nicht, ob man das in der Version so einfach hinkriegen kann. Den Kopf das hier ist das einzige Quarz, das wir abbauen können. Und das fällt in die Lava, wenn wir es versuchen. Warum willst du denn das überhaupt? Das ist doch eh noch keine Ahnung, wofür gehen wir denn in den Nether? Es ist leider keine offensichtliche... Lasers! Ja, okay. Wie sorgen wir dafür, dass die spawnen? Oh mein Gott, was bist du denn? Oh, der ist auch nicht schlecht. Hat nichts getroffen. Ach, schade. Weil Magma-Creme ist, glaube ich, Feuerresistenz, also das ist gar nicht schlecht. Da ist auch noch ein Glowstone. Von oben, oder was? Da. Da. Bin ich blöd, oder? Da. Wo schaust du hin? Ja. Warum ist denn da einer versteckt? Frag mich nicht, warum da einer ist. Naja. Vielleicht ist das ein Zeichen. Wenn wir mal mehr brauchen. Ja. Okay, da waren es zwei Glowstone und das war's dann. Hier ist definitiv eine Lohe, so wie das klingt. Ja, finden wir die. Ja, da hinten. Da sind zwei Stück. Ich wette unter dem. Hab einen. Hi. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wie musst du einen gesammelt haben, merkwürdigerweise. Ja, habe ich. Erfolge. Dann können wir jetzt einen Braustand bauen. Und dann müssen wir einen Trank brauen. Da fehlen uns... Ah ne, wir brauchen aber noch mehr, weil ein Braustand ja auch noch einen Lohn-Dingens braucht. Sonst läuft er ja nicht. Oh, da unten ist wieder ein Magma-Würfel. Na gut. Ah, oh, droppt doch was. Der muss halt größer werden. Nein, muss er nicht. Na gut, dann muss er das nicht. Ich weiß nicht, ob wir mal nach ganz oben bauen wollen. Keine Ahnung. Noch höher, als wir schon waren? Ja. Ich meine, gut, spricht nichts dagegen. An die Decke. Oder willst du dich wieder runtergraben, so wie es gerade ausschaut? Da ist sofort der Tod, also irgendwie. Okay. Ich dachte, vielleicht ist hier noch ein Tunnel unter dem Ding, aber... Also ich hätte genug Netherrack, um einfach geradeaus nach oben zu gehen. Ah, du willst wirklich geradeaus nach oben gehen? Nein, muss nicht sein. Machen wir einfach hier. Ich dachte so eigentlich schon eher an einer Treppe. Ist doch eine schlechte Treppe. Vielleicht hier in der Ecke an, oder? Man
Okay, ja, fang Oder du vielleicht an. eins daneben, weil da vorne die ganzen Schweinezombies sind. Soll ich sie angreifen oder eher nicht so? Wieso Nein, hat das. warum denn? Er hat ein Minigoldschwert. Ist ja witzig. Lass die doch in Ruhe. Haben dir nichts Grunzen aber. getan. Na gut. In Ordnung. Gib Bescheid, wenn du Messerreck brauchst. Ach so, mache ich alleine. Ich wundert's echt schon, dass wir noch kein Gas gesehen haben. Jetzt möchte ich eigentlich schon mal einen Gast haben. Einen ungebetenen Gast. So. 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 Oh, also da ist Decke über mir. Okay, wenn Lava in meinem Gesicht ist, habe ich meinen Eimer. Oh mein Gott. Was Da hat eine denn? Lohe einfach auf mich geschossen von da unten. Der hat mich echt gesniped. Die Oh. fliegt jetzt hoch auf deine Höhe, meine Höhe, eine Höhe. Okay. Cool, Grundstein. Okay. Ich sehe vielleicht noch was anderes als Grundstein. Soll ist sie? Hä? Von wo hat die mich jetzt abgeschossen? Ich bin tot. Du bist tot. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Ich keine Ahnung. Ja, Oh du mein musst Gott, einfach die ist gucken. in unserem Portal ist eine. Bei uns zu Hause. Stirb! Zwei Stück! Ich kann sie durchs Portal nicht angreifen. Wie dumm ist das denn? Geil. Geht da raus! Nein! Unser Zuhause brennt! Wir haben doch nichts aus Holz, aber du solltest schon aufpassen, ich will nicht, dass meine Tierchen sterben. Sie schreien, sie heulen. Die armen Katzen. Hör auf, Und die Mann! eine hat noch ein Zehntel. Also die hat's echt erwischt. Was? Nein! Oh, du hast anscheinend eine gekillt, hier lag XP. Wo bist du? Ja, im Nether. Ja, ich habe zwei Lohn hier Oh auf mein Gott, unseren. Alter! Spiel laggt doch nicht so! Wie soll ich denn so wen umbringen? Alter, verbrenne ich hier fast. Ich muss mir mal irgendwie was bauen, weil sonst komme ich da nicht ins Portal rein. Hi. Wo sind die Lohn? Ja, tot. Alle Okay. beide. Du hast ja Gibt's den den Loot von der einen Carsten? scheinbar bekommen. Ich habe einen Blaze Rod noch jetzt gekriegt. Oh mein Gott, da geht's ja echt Angestanden. nimmer gut. Machst du eine Nether-Kiste oder so? Wir haben ja theoretisch genug, um das einfach hier so oben drüber zu machen. Warte, wo waren meine Fische hier? Wenn die eine schon halb tot ist, dann müssen wir mal eben was machen. So. Wie niedlich. Braucht jetzt mir? Was? Nein, die braucht mir nicht. Ja, tut mir leid, ich kann nicht dafür sorgen, dass sie zum Ozelot werden oder sowas, dass du sie tamen könntest. Hallo Kuh. Meinst du, Milcheimer hilft? Was soll's? Ich hoffe mal, dass das Wir reicht, haben sogar um. zwei Lohnrouten jetzt. Das ist gut. Ja, eine von den beiden hat noch mal eine getan. Aber reicht das denn schon? Ich denke nicht. Okay, bauen wir. Warte, wo ist der Crafting Table hier? Okay. Und so. Da haben wir einen Brauchtisch.
Dann kombinieren wir das damit. Platzieren den Brautisch. Keine Ahnung, auf dem Wasser. Oder willst du, oder wo soll ich den Brautisch hinstellen? Weil da sollte ja vielleicht mehr permanent sein. Warte, den baue ich jetzt nicht mit der Faust ab, der braucht eine Spitzhacke. Dann benutzt den eh nicht. Möchtest du keine Fire Resistance haben oder so? Ja, du darfst entscheiden, wo dein Hexenwerk platziert werden soll. Mein Hexenwerk? Beleidigst du einfach meinen Baustand? Nein. Das ist nicht negativ gemeint. So, hauen wir das Lohnstaub da rein. Und jetzt haben wir wahrscheinlich die Problematik, dass wir für jeden einzelnen guten Trank erstmal eine Netherwarze brauchen. Also wir wollen Schwächertränke bauen. Wie finden wir die? Netherwarzen. Ja, ich denke, dass sie irgendwo im Nether sind. Würde ich zumindest von ausgehen. Würde mich wundern, wenn sie nicht im Nether sind. Ja, das klingt nicht falsch. Weil ich bislang dort echt nicht viele Kisten oder so gesehen habe. Oh mein Gott. Scheiße. Aber. Das war so in Lava zu schwimmen? Ja, der Nether ist gefährlich. Ja, das brauchst du mir nicht sagen, ja, bist mir bewusst. Hi. Hi. Ja, ich seh dich nicht mehr. Ich weiß nicht, wo du bist. Hi. Erfolge. Ich hätte gern Gast. Was war da irgendwie keiner? Ja, eigentlich gerne die Dinger. Sind hier denn irgendwo Kisten überhaupt? Jetzt so exposed. Scheint ja irgendwie nicht so. Ich finde das jetzt ein bisschen ernüchternd. Ich habe eigentlich mehr erwartet. Von ja, hier ist nichts. Mir haufenweise Spawner erwartet und sonst was alles. Da kommt nur wieder eine Loh irgendwo her und sagt Hallo. Direkt vor meiner Fresse, ja. Ist sie einfach hier gespawnt. Okay, nice. Ah, hab eine Route. Was zur Hölle? Ich habe nicht mal eine gesehen. Wie kann die denn bei dir sein? Ja, die ist in diesem Tunnel, den ich gerade gegraben habe, gespawnt. Oder bist du. Achso, du bist. Du bist ja auch noch hier, du bist nicht wieder zurück. Oh mein Gott, also ob da ist nochmal eine. Okay, ich habe scheinbar. Wo genau bist du denn jetzt? Unten oder oben? Ganz oben. Okay, ja, da musst du bei einem Spawner sein, sonst dürfen die eigentlich nicht so hart spawnen. Ich gehe mal kurz um die Ecke, muss mich heilen. Ich habe ein halbes Herz gehabt. Kommst du her irgendwie? Oder? Ich bin auf dem Weg nach Vertania City. Oh mein Gott, ich höre eine, die ist um die Ecke. Ja, bau dich notfalls ein, die sollte ja nicht in dir spawnen. Nein, tut sie nicht. Alles bestens. Schweinezombie, könntest du bitte aus dem Weg gehen, sonst komme ich nicht hoch. Ich sehe keine bislang. Ich höre aber eine, das stimmt. Oh mein Gott! Geh einfach mal ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob du das überleben wirst. Ja. Ich dachte, sie kommt nicht um die Ecke, aber. Was? Natürlich kommen die! Du bist echt einer. Aber weit genug weg. Ich bin verwirrt, wo ist die hin? Die war doch gerade noch hier. Er spawnt mit meinem Kill. Naja, du siehst ja, dass ich erst, weshalb ich in Lava gestorben bin. Lava ist sichtbar. Und dann habe ich entschieden, ich bieg mal ab und dann sind die einfach immer und immer wieder gespawnt. Meiner Reflex. Die kann nicht auf mich schießen, ich sehe sie nicht mal. Sieht die mich hinter der Wand und da ist jetzt noch ein Raum? Oh, okay, da kommt die auf einmal. Ja, hört sie. Alter, warum habt ihr eigentlich Melee-Schaden? Das ist voll dumm. Warte mal, wo ist die jetzt? Oh mein Gott, hier sind Netherbricks. Ich hoffe, wir haben den Dungeon gefunden. Ja, ich gehe schon von aus, dass hier ein Spawner ist. Ich weiß nicht, was du meinst mit dem Dungeon. Oh mein Gott. Keine Ahnung, irgendwas. Irgendwas, wo Kisten sind.
Ich brauche eine neue Spitzhacke. Ich habe zwei Blazers. Ja, wie gesagt, du kannst immer noch die Rüstung anziehen. Ja. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich höre sie nur die ganze Zeit schießen. Die machen so viel Melee-Schaden, das ist unglaublich. Wenn es nur deren Schüssen wäre, dann wäre das nicht so schlimm. Ich kann die, glaube ich, schnell genug killen, dass die dass das eigentlich kein Problem wäre, aber deren Melee-Damage, Alter. Oh, cool. Hast du, brauchst du einen Lava-Eimer? Nein, warum? Achso, ja, keine Ahnung. Womit hast du denn dann gebraten, oder ist es immer noch vom letzten Lava-Eimer? Ja, ist es. Ich habe nur gerade kurz das Gold durch Eisen ersetzt, weil ich mir denke, das hält schon noch eine Weile. Ja, auch wenn es langsam leerer ausschaut. Mhm. Oh so mein Gott, cool. Jetzt spawnen sie unten. Oh, Magma Cube, hi. Gib mir mal wieder die da. Hat nichts getan. So, hast du die Rüstung genommen? Hä? Ja. Seit wann haben wir zwei Kettenhemde? Sind irgendwann halt mal mehr geworden. Aber du hast sie, glaube ich, nicht genommen. Hier liegt doch noch alles drin, oder hast du. Oder haben wir zwei Rüstungen gehabt? Bin sehr verwirrt. Drei, möglicherweise. Ich hab das mit Protection 1 genommen, nicht die anderen. Hier sind jetzt zwei Magma Cubes. Beide haben nichts gedroppt. Aber ich werde von allen Seiten beschossen. Es sind jetzt viel mehr als vorher. Ich weiß nicht, was los ist. Ah. 5. 10. Ja, unter Umständen sind die oben alle gespawnt, dann runtergefallen oder geflogen. Oh, neuer Magma Cube. Weil ich habe die ganze Zeit welche gehört. Ich hab hier echt. Oh, okay, gut. Das warst du. Ich dachte schon, der Zombie-Pigman hat geschlagen. Nee, da bringt er nicht um. Sollte vielleicht nicht zu aggressiv sein, wenn er manchmal ein Schwert aber nur kaputt. Okay. Hast du ein besonderes Schwert? Hallo, was? Was? Ich hab nur ein ganz normales Eisenschwert. Ja, ich auch. Mann, Mist, der hat mich erwischt. Okay, der ist auch weg. Halonrouten wollen die aber nicht droppen, die Säcke. Hauptsache mich umbringen wollen. Haben mir denn nichts dafür gegeben. So, bist du wieder hochgegangen oder wo bist du hin? Suche hochzugehen, aber es sind Zombies gewesen. Ach so, ja. Komm schon, Mann. Lass mich doch da durch jetzt. Die wollen mich nicht durch. Lass mich mehrere, durch. Sind da mehrere auf demselben Teil oder was? Ja. Oh, zu okay. Zweit stehen die da schon. Das ist suboptimal. Aber wir haben ja eigentlich noch eine zweite Treppe, so mehr oder weniger. Ja, wenn man hier jetzt einmal außen rum baut. Ach so. Oh ja, das ist ja hart. Das ist ja hart mit dem Knock. Ja, ich bin vorbei. Ja, ich gehe deinen Weg. Oh mein Gott. Da steht ein Lohe. Weiß nicht, wo der jetzt wieder gespawnt ist. Warte, du hast wirklich nur die Brust genommen? Okay. Ja, du hast die anderen Sachen. Die gab's nur einmal. Und die Brust gab's dreimal, läuft. Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, genau. Ich weiß nicht, was dieser Raum hier dann soll. Oh, wie ist die Waffe? Also Fackeln halten die auch vom Spawn ab, oder? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, so wie der Tatsache, dass die Lua da gerade gespawnt ist. Hier muss irgendwo ein Spawner sein, sonst können nicht so viele hier spawnen. Ich bin ziemlich sicher, ich meine, die spawnen literally in meinem Face oder hinter mir! Ich könnte schwören, ich höre was. Ich glaube, wir müssen ein bisschen höher. Das kann vielleicht sein. Mir unsicher. Also auf jeden Fall nur auf, du hast ja keinen Lava-Eimer. Über mir ist jetzt Bedrock. Oh, kein Eimer. Okay, ich habe schon mal eine Kiste. Also. Über dem Gebäude, wo wir drin waren. Hier sind Netherwarzen und noch ein Zuckerrohr. Oh, was nehmt ihr?
Ja, warte, ist doch gut, wir wollten doch Nessa warzen. Ja, wollten wir. Da unten ist eine Lohe oder so. Ja, ich seh's. Okay. Ja, lass dich nicht treffen, am allerbesten. Ja, das geht, sobald wir im Gang nicht mehr sind, nicht mehr anders. Generell solltest du sie, sagen wir, ein paar Mal schlagen und dann weggehen, weil sie ja schießt. Oder potenziell schießt. Ja, man kann so zwei Hits machen, bevor sie anfangen zu schießen. Wenn man nah dran ist. Oh, ich war ein Gast. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Über uns ist, ich glaube, über uns ist Birdwalk. Ich würde mich wundern, wenn der über uns ist. Ich schau mal raus. Vielleicht sehe ich ihn. Es klingt so, als wäre ein Hohlraum neben mir. Gas ist ziemlich groß, er ist unter uns. Oh mein Gott, Alter. Oh, ich sehe. Ich bin direkt über ihm. Aua. Da bin ich jetzt eigentlich froh, dass wir Mob Weaving ausgeschalten haben, sonst hätte er gleich die ganze Treppe gesprengt. Oh, stimmt. Da habe ich vorhin schon gedacht, vielleicht nicht so eine gute Idee, das aus dem Messer wegzubauen. Also den Gast besiege ich, indem ich einfach nur Konterschläge mache. Ja, du schlägst das Teil zurück. Das ist zumindest das, was wir machen müssen fürs Achievement. Mein Gott, sind hier unten viele Lohe jetzt wieder. Au. So wie Pikmin lieben die Treppe. Au. Ich war den aber verletzt. Weil ich die Scheißsäcke verarscht. Jetzt haben die da vorbeigeschossen. Es sind ein bisschen viele von denen jetzt. Bin mir gerade nicht sicher, wie ich die jetzt handeln soll. Okay. So, der Gast ignoriert mich. Ja, der schaut mich an. Wenn ich zu ihm hinkomme, kann ich ihn doch verletzen, oder? Es geht dann nur um den Kill am Ende. Aua. Ja, es geht um den Kill, aber das Ding killt ihn eh One-Hit, wenn du es triffst, also. Was er jetzt hat. Oh mein Gott, Alter. Na also. Oh. Zurück zum Absender, Mann. Was für ein Absender das war. Aber gut, wir haben Netherwarzen, das heißt, wir können potenziell brauen. Wir haben immer noch keine Magma-Creme, also werden wir jetzt keinen Trank brauen können, um unter Lava zu schwimmen. Was ein bisschen schade ist. Alles klar, scheint es einem von denen gefallen. Ach, da hinten ist eine! Unten ist ein Slime. Herr Wurde. Ganz unten. Boah, der da hinten macht mir echte Sorgen. Okay. Bogen! Go! Bogen! Go! Bogen! Go! Oh, okay, er ist abgesunken. Ach, nein! Ich hab die Zombie-Pigments getroffen. Das wollte ich. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Die wollen mich aber nicht, hoffe ich jetzt, denke ich, glaube ich. Ich denke mal auch. Gut, ihr da oben wisst scheinbar nicht, dass die da unten mich wollen. Das heißt, ihr lässt mich in Ruhe, das ist nett. Vielleicht bin ich gerade sogar wirklich weit genug weggelaufen, dass die anderen gerne mal hinter mir sind. Mich greift ein Baby-Zombie-Pigman an, bei uns zu Hause! Oh, das, okay, das, finde ich ungünstig. Darf ich mich wehren? Hä? Warum solltest du dich nicht wehren dürfen? Alles klar, der lässt sich einfach umbringen. Ja, ich meine, jetzt greift der andere mich auch an. Nein, lass die Lebewesen in Ruhe, die bei uns sind. Naja, eigentlich wollte ich halt keinen Kampf. Ja, aber wenn die dich schon angreifen, dann bist du doch nicht der, der es provoziert. Also. Ja,
Na gut, aber es hilft mir jetzt ja nicht. Hä? Ja doch, damit die weg sind. Die werden ja wieder chillen irgendwann. Ich gehe da jetzt durch und dann kann ich nicht. Was ist denn da? Schau. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Ja, wie geht's dir denn? Du lebst noch? Ja, aber ich bin auch gerade weit weg von denen. Ich kann dir sagen, als ich die Treppe hochgelaufen bin, die da oben waren, haben mich nicht angegriffen. Also, es wussten nicht alle. Eigentlich wollte ich ja runter zu den Magma-Slimes und nicht hoch. Da sind. Aua. Die regen mich langsam ein bisschen auf. Jetzt mal ganz ehrlich, wo ist dieser Spawner? Der muss ja hier irgendwo sein. Ja, du musst fressen. Fressen, fressen, fressen. Ja, wenn du keine Saturation mehr hast, heilst du dich nicht. Saturation ist wichtig für die Heilung, nicht der Hunger an sich. Hey, die Magma Slimes sind nicht mehr da. Schade. Okay, ich habe auf jeden Fall gefunden, wo die Leute stehen. Ja, Zombie-Pigment, bleib mal da mal stehen, dann kann ich dir holen. Ich hab... Ah, okay. Doch, ich habe noch eine Spitzhacke, aber die hält immer viel aus. Bist du im Nether, richtig? Ja. Okay, ich bin ganz unten, du bist... Ich bin ganz oben, ja. Ich kann dir eine halbe Hacke vorbeibringen. Andy, ich kann nicht, weil das sind 20 von diesen Typen. Welche denn? Zombie Pigman. Halten die dich noch an? Nein, kein einziger. Aber das hilft mir nicht. Oh, scheiße. Ich habe den Rand der Welt falsch eingeschätzt. Wieso sieht die da so dumm aus? Oh, Magma's Cube. Was machst du denn bei uns zu Hause? Nichts gedroppt. Der Blaze. Okay, vielleicht war das Portal hier doch eine Scheiße. Boah, nicht damit gerechnet, dass ich hier zu Hause gekillt werde. Ja, muss halt kämpfen. Der Loot teleportiert sich einfach weg. So, ich muss jetzt wieder runter und ich kann kein MLG machen. Nicht mal mit dem Lava-Eimer. Obwohl, das geht, glaube ich, an sich sogar gar nicht. Aus irgendeinem Grund verhält sich Lava anders wie Wasser. Man kann da nicht einfach reinspringen. Großer Cube und kleiner Cube. Okay, sure. Ich töte den großen Cube. Ich töte den Pigment-Zombie, indem ich ihn runterschiebe. Gib mir mal Gold. Oh, achso, das hat er überlebt. Der große Magma Cube. Er hat's geschafft. Ich auch so. Okay, ich hab Angst. Ich muss unbedingt wieder Pilze befressen. Oh mein Gott, das sind jetzt vier kleine mittlere Cubes. Oh mein Gott. Das ist eine Armee. Hier springt ein großer rum. Wir haben gerade eine Familie Cubes. Ja, hast du schon Magma-Creme? Weiß ich noch nicht. Nicht im Inventar. Also, eher nein. Warum droppen die das denn immer so selten? So, ich muss wieder Pilzsuppe fressen. Neue Pilzsuppe reißt natürlich. Aua! Oh mein Gott, Alter, der kann mich ja treffen. Ich dachte, ich wäre hier unten sicher in dem Loch. Oh mein Gott, das ist die Wand! Ah! Hast du eine Waffe für mich? Ich hab mein Schwert, das ich dir geben könnte. Okay. Ja, gut. Ah, ich hab was gefunden. Ich heile mich mal kurz. Bisschen hier. Nein. Die ganzen Cubes, nichts getroffen. Aber immerhin spawnen welche, ist doch gut. Wir können denen alle nichts droppen, was zur Hölle, Mann. Okay, war das jetzt schlau? Vielleicht, vielleicht doch nicht.
Jetzt habe ich natürlich mehr Gegner gleichzeitig. Und kleinere. Das heißt also, die kommen sogar zu mir runter. Obwohl die Kleinsten mir, glaube ich, nicht wehtun können, was gut ist. Aua. Aua. Scheinbar doch. Die sind aber jetzt tot. Aua, was zur Hölle? Nein, dein Scheiß Ernst. Jetzt wurde ich aus dem Portal gekickt. Warum dauert das denn auch seine Zeit, bis man teleportiert wird? Scheiße. Oh, schau's im Ofen aus. Ah, okay. Zeit für ein Partwechsel. Schau's im. Ja, 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 okay, von mir aus. Wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.